Gute YouTube, ich bin hier am Flowtrail Bad Endbach. Ich habe ein neues Fahrrad. Ja, jetzt werdet ihr staunen. Genau, das gleiche wie vorher auch, nur in L. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber auf jeden Fall ist es jetzt eine Nummer größer geworden. Ein Kollege hat gerade den L-Rahmen im Verkauf gehabt und da habe ich zugeschlagen, weil ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, M ist mir doch ein Ticken zu klein. Und ich war jetzt schon einmal am Dünsberg fahren, das kann ich aber nicht als Referenz sehen, weil Dünsberg extrem kaputt ist. Deswegen bin ich heute nochmal hier. Ich war nämlich vor ein paar Tagen erst hier mit Nico und da bin ich nochmal einen M-Rahmen gefahren. Dann kann ich heute ziemlich gut vergleichen wahrscheinlich. Und ja, da nehme ich euch mal ein bisschen mit. Ne? Da gucken wir uns mal ein bisschen an, wie sich das Rad so fährt hier auf einer etwas schnelleren Strecke. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video und ja, gönnt euch. So, wollen wir mal sehen. Es fühlt sich halt instant schneller an, auf jeden Fall. Ja. Das ist nass. Ich hänge nicht mehr so auf der Front. Das ist das Erste, was mir auffällt. Sprich, der Schwerpunkt meines Körpers ist deutlich sinnvoller. Irgendwie bremst meine Hinterradbremse noch nicht allzu gut. Keine Ahnung, wo die immer Luft zieht, aber irgendwo zieht sie Luft. I don't know. Das könnte jetzt in der schwarzen Strecke etwas zum Verhängnis werden. Ui, Inside Line. Correcto. Das war doch okay als erster Run. Denke ich. So, erste Abfahrt habt ihr jetzt gesehen. Was mir auffällt ist, ich war beim M-Modell ein bisschen viel auf der Front unterwegs, also im Schwerpunkt zu weit vorne. Das hat sich natürlich jetzt durch 25 mm mehr Reach und 25 mm mehr Radstand etwas geändert. Ich hatte auch schon meine Gabel am Dünsberg angepasst, also ein bisschen Rebound rausgenommen, also ein bisschen langsamer.
ein bisschen weicher gemacht. Aber Rebound nur High-Speed-Rebound. High-Speed-Rebound. Und Compression, High-Speed und Low-Speed ein Klick raus. Hat auch schon fast gebracht. Habe auf dem Dämpfer ein Klick Low-Speed-Compression mehr drauf. Bei gleicher Federhärte. Luftdrucker, Reifen habe ich nichts geändert. Luftdruckgabel habe ich auch nichts geändert. Was war noch zu sagen? Bergauf merke ich es ein bisschen. Ja, ich hänge ein bisschen zu weit hinten. Also das ist aber, denke ich, normal, dass M ein bisschen besser bergauf geht, dafür L aber besser bergab. Und darauf kommt es mir an, ob ich jetzt ein halbes km/h oder ein km/h langsamer bergauf bin, juckt mich nicht so wirklich. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch einen Run. Ich fahre jetzt unten mal eine andere Linie, also ganz unten weiterhin schwarz, weil die ganz geil ist. Aber im Zwischenstück fahre ich mal eine andere Line, die ein bisschen flacher ist, um zu gucken, wie es da so läuft. Und ja, gucken wir mal. Wird es im Stabi sehen, denke ich. Wenn ja, tut mir das schon mal leid. So, hier fahre ich inside. Hier springe ich über die Wurzeln rein. Also Kurvengeschwindigkeit ist deutlich mehr geworden. Hui, Gripverlust. Kurven merkt man es echt fast noch mehr wie beim Springen. Boah. Der Sprung könnte man eine anständige Landung vertragen. Reinfahren. Der kickt irgendwie ganz komisch. Finde ich auch nicht. Jetzt fahren wir mal oben lang. Dann in Zeit rein. Ja, das fühlt sich besser an. Machen wir auch mal was anderes. Besser. Boah. Da habe ich mit dem Arsch kurz die Reibe berührt. Schneller. Ein bisschen bessere Linien gekriegt. Da oben ist so ein Drop ins Steile. Bin ich immer ein bisschen, also leicht rausgezogen und dann so ein bisschen rechts in den Hang reingehüpft. Ist aber tatsächlich besser, wenn man einfach wirklich abrollt bzw. wegdrückt. So. By the way,
ja, nicht gerade hier so die letzte chillige Abfahrt mache. Ich fahre in einer Woche nach Reschen, also drei Länder Enduro Trails. Und oh, ich muss mich kurz konzentrieren. Und deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil da werden mit Sicherheit übel geile Videos kommen. Ich war selbst noch nie da, aber was ich so an Videos gesehen habe bisher, könnte das definitiv mein persönliches Enduro-Eldorado werden. Also da sind Trails dabei, das sieht einfach so gut aus. Also habe ich so Bock drauf. Uiuiui. Daher auf jeden Fall, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann haut mal hier den Abo-Button rein, als gäbe es keinen Morgen. Und seid gespannt, was da so kommen wird. Jetzt genießt weiter die Abfahrt. Ein bisschen konzentrieren muss ich mich ja leider Gottes auch. Habe ich gehört jedenfalls. Mir persönlich fast mehr Spaß. Ja. Ja. Bin mal gespannt, dass ein Enduro-Bonn-Rennen hier stattfindet. Bin mir ja ziemlich sicher, dass es das nicht wird. Schade eigentlich. Ich hätte übel Bock. Mir hat das Rennen in Tabatz so gaudi gemacht. Nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall einige Rennen fahren. So, jetzt fahren wir mal blau. Ich will mal wissen, wie das L-Rad auf den komischen Wellen da unten geht. Ja, das geht alles schon definitiv deutlich schneller. Ja, okay, da merkt man halt schon die Größe, ne? Na, das war doch eine wundervolle Abfahrt noch zum Schluss. Ja, wie gesagt, Reschen, da kommen definitiv geile Videos. Also haut auf den Abo-Button und wir sehen uns dann wahrscheinlich nicht nächste Woche tatsächlich, weil da muss ich schon alles vorbereiten für Reschen. Da werde ich die Woche wahrscheinlich keine Zeit haben, noch ein Video zu machen. Aber danach gibt es Crème de la Crème. Also bis dann, ciao.